Vor kurzem wurde ich gefragt, wie sich meine Note ergab. Immer ein 1er Notendurchschnitt, auch wenn meine Gesundheit litt. Auch ich fragte mich das, also schaute ich mir alles mal ganz von vorne an. Schon seit ich 6 war, stand ich da, von meiner Grundschule versteinert wie von Medusa. Vor Angst erstarrt dachte ich mir, das überlebe ich doch nie. Spaß, ich hatte damals nicht solche Gedankenbisse. Dafür mangelten mir die Deutschkenntnisse. Und doch bin ich hier, Abi am Gymnasium. Und ich denke mir, bring mich einfach um. Mit all den Themen, Tests und Tränen, was wird mir noch Pythagoras bringen? 13, 14, nein 15 Punkte. Ich muss es einfach erreichen. Bin ich nicht besser als die ganze Runde, dann bin ich doch nur ein asoziales Stück Scheiße. Mein Herz rast, die Finger kritzeln, jeden Bissen an Wissen, mäste mich, bis es geht, kotze es aus, schreib es auf, vergess es wieder, schreib es nieder, nimm es auf, kotze es raus, immer wieder, iss nun auf, schreib, vergess, schreib, fress, immer rein, immer raus, auf blanke Seiten, zerebrale Eingeweide, schreibe hin, nix mehr drin, schreibe mit, Memory, schreib Klausur, Bulimie. Aber ich tu das doch nur alles dafür, wofür? Gute Noten, wofür ein gutes Studium, wofür eine gute Arbeitsstelle, wofür ein gutes Einkommen, wofür für ein gutes Leben, wofür? Ach, was mache ich denn nur hier? Am Debattieren über Schule, Noten auswendig lernen, über Erwartungen an mich, deren Ursprung ich nicht mal kenne, Erwartungen, die mir jede Lebensfreude stehlen, die meine Noten über meine Gesundheit stellen. Erwartungen, die mir Panik, Trauer, Zorn und Leere schenken. Erwartungen, die mein Selbstwertgefühl erheblich senken. Warum knie ich vor ihnen, vergöttere ihre Symbole? Warum kann ich nicht konfrontieren, die Bosheit hinter dem Throne? Wer hält all diese Erwartungen, o Ost der Schreckliche, zeige dich! Und hinter dem Vorhang versteckt, hockt da nur ich? All die Jahre, all die Sorgen tat ich mir selber an? Doch wieso sollte ein so junges Mädchen besessen sein von ihrem Bann? Was brachte mich, mich selber zu vergessen, in Klassenarbeiten und Grundschulheften? Wieso ist mir es nur so wichtig? Wieso bin ich nur so kurzsichtig? Weil der 6-jährige Lockenkopf Haare in 2 Zöpfe gespannt vor 12 Jahren auf ein System hinaufblickte, was ihr all dies genau so beibrachte. Deine Noten sind alles, du bist nichts, erklang es aus den Korridoren. Gleich nach dem Zeugnis den Notendurchschnitt, berechnet im Vergleich zu anderen verloren. 97 von 100 Punkten erstrecken, sich auf dem Erwartungshorizont. Und statt stolz zu sein auf die 97% Korrekten, fokussiert man nur die 3 Punkte, die man verlor. Aber für meine, deine, unsere, eure Zukunft morgen, packe ich es nun an der Wurzel an. Denn wenn ich jetzt, hier und heute, verändert sich noch irgendwas irgendwann? Ich bin nicht die Beste, noch bin ich ein Stück Dreck. Ich bin nicht meine Noten, Erfolge oder irgendwelche Zahlen. Von nun an bin ich nur noch IPEC.